Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und folgt mir dort natürlich gerne. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und heute kam tatsächlich schon ein Update raus. Ich glaube, es sind nicht allzu viele Sachen neu. Allerdings werde ich natürlich alles, was jetzt neu ist, euch dann nachher in einem Video zusammenfassen, könnt ihr euch auf jeden Fall schon darauf freuen. Ihr könnt mir natürlich auch weitere Videovorschläge in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich würde sagen, schauen uns jetzt den Item Shop an. Heute haben wir einen neuen Emote, allerdings keine neuen Skins. Ich weiß gar nicht, ob auch neue Skins in den Gamefeld sind. Hatte ich jetzt noch nicht ganz viel durchgeschaut. Hier haben wir auf jeden Fall die Kaugummi-Bomberin, einmal im Standardziel und dann einmal ohne Visier. Dazu die Kaugummi-Knüppel-Spitzhacke. Dann die Kaugummi-Bomben-Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Schwefeltyrann-Skin mit der brennenden Bestie-Gleiter. Dazu die glühend heiße Kling-Spitzhacke. Dann die weibliche Version davon, die Monika. Und dann dazu die glühende Glyphe-Lackierung. Dann haben wir als nächstes hier aus der dunklen Reihe den dunkles Dino-Kommando-Skin. Der hat auch mehrere Stile, einmal nämlich im violetten und dann im Standard-Stil. Ich finde hier diese Hintergründe von den neuen, diesen neuen Stiltypen sehen auf jeden Fall ganz nice aus, weil das eben halt dann auch nochmal animiert ist. Dann haben wir die männliche Version davon, den dunklen Rex, auch wieder hier im Standard- und im violetten Stil. Und dann noch die dunklen Dino-Knochen als Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann den Schädeline-Skin, einmal im Schädel und im Herzziel. Den Herzziel mussten sich allerdings noch mit den Schädeline-Herausforderungen freischalten. Dann haben wir den Taxifahrer-Skin, den Inselstimmung-Emote. Dann die beschlagene Hacke. Als nächstes haben wir dann den Papierdrache-Emote, ist auch ein Fortbewegungs-Emote. Einfach mit einem Drachen, den der Skin hinter sich herzieht. Und dann als letztes noch Shaolin-Setup. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.